So, kommt da irgendwo einer? Nö, da ist keiner. Hier haben wir noch Handgranaten. Und da oben ist der Scharfschütze, oder? Oder stehen da noch irgendwo welche? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Deckung, sobald wir hier... Ich würde den ja gern killen, aber die sehen mich. So ein Shit. Der Typ da hinten sieht mich und der da oben sieht mich auch. Das ist doch wieder... Jetzt vielleicht. Gut. Und, komm, Boy, lauf mal. Und ich würde sagen, jetzt. Gott, den haben wir. Oh, nein, nein, nein. Shit. So, den müssen wir haben. Komm, raus da. Gar nicht, Mann. Ah, ja. Oh, Scheiße. Schießt denn da jetzt noch? Komm raus da. Gott. Okay. Ich glaube, das war's. Verdammt. Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. So. Da haben wir auch keine Munition mehr. Müssen wir mal gucken, dass wir welche kriegen. Da haben wir doch. Ah, ne, die können wir. Sehr schön. Granaten. Ah, ja, sowas brauche ich. So, da oben ist unser Auto. Ich würde sagen, dann holen wir das doch erstmal. Ja komm, renn! Kannst du nicht mehr rennen? Na, ja, wenigstens sind wir jetzt wieder ein bisschen ausgerüstet, ne? Also da können wir uns jetzt mal nicht beschweren. Haben wir wieder alles. Hui, und los geht's. Wir müssen ja hier. Okay, dann lass mal hier nochmal.
Und jetzt? Achso, dann müssen wir hier genau halten. Und hepp. Ja, super. Das hätten wir auch ohne Seil geschafft. Aber oh, hier wären auch sogar noch Fässer gewesen, okay. Tja, der hat's hinter sich. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Wurme? Sehr cool. So. Ja, hier ist Dynamit, oder? Nö. Was gibt's denn jetzt hier noch zu sehen? Hier geht's runter. Ah, da hätten wir halt schöne Scharfschützengewehre. Aber. Was liegt denn hier? Liegt da was? Nö. Doch nicht. Anscheinend setzt Nadine bei Ausgrabungen immer noch auf Dynamit. Ah. Das dürfte Rafe nicht gerade freuen. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge. Er regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast. Viele Bücher. Na dann. So, mehr gibt's hier anscheinend nicht mehr zu sehen, ne? Ja, würde ich sagen. Rein ins Auto und weiter geht das. Oh, schon wieder so eine Brücke. Toll. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Hier. Einmal. Hier rum. Und hier festgemacht. Wie gut, dass wir eine Seilwinde haben. Ich hab's verstanden. Einer weg, einer übrig. Wir müssen es einreißen, ja, sagt es doch mal einer. So. Und dasselbe nochmal. Geht was. Wieder die Winde, Sully. Praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Weh. Und rauf in den Prappel. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Aber das ist schon wieder was. Der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Was haben wir denn hier? Okay, ich bleib mit Victor hier. Was haben wir denn hier? Ah, da ist wieder ein Schatz. Aha. Sieht interessant aus. Erledigt. Okay, hier geht's aber definitiv nicht weiter. Sollen wir denn hinfahren? Da oben mal rechts, oder? Hier lang. Das sieht gut aus. Immer Richtung Vulkan. Da, oh, da vorne. Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was?
Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ah, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche. Ich hatte immer Bücher aus der Bücherei bekommen. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und anderen Sachen zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du. Ja. Und außerdem die Bücher, die Geschichten. Auch. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Ableitung. Den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, je. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Und wir beide da. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der heute ist. Ziemlich unbeachtet. Ja. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnitte verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Alcazar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne. Der bei der kleinsten Gelegenheit explodiert. Na dann hat er sich nicht bloß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Was haben wir denn da? What? Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, hey, seh, da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Oh, Wahnsinn. Guckt euch an, ey, das sieht ja mal richtig fett aus, oder? Sehr cool, was will er denn? Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Mhm. Finden wir ihn. So, ich will jetzt aber mal gucken, was da oben... Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Okay, jetzt haben wir mit jedem mal ein Wörtchen geplaudert. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Da oben konnte man doch irgendwas sehen, oder nicht? Guck mal hier hoch. So, auf hier aber. Ja. Okay. Ah, hier geht's hoch. Und hier. Und da ist ein Schatz. Fallen. Wie komme ich denn da rein? Ah ja. Nee, da will ich hin. Ja. Was ist das denn? Schottische 2 Pence Münze. Aha. Schick, schick. Okay. Jungs, wollen wir weiter? Wow, langsam. Okay, wir fahren mal in die Richtung, das sieht gut aus. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen? Schwer zu sagen.
sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Vielleicht, okay. Dann gucken wir erstmal hier, was hier im Turm so läuft. Hier haben wir wieder so ein Zeichen. Noch ein Sieg. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Okay, wenn wir jetzt hier mal in unser Tagebuch gucken. Anne Bonny. Adam Baldridge. Und Christopher Condent. Wow. Ist das mal eine Aussicht, Leute? Da würde ich sagen, Screenshot, ne, vom Feinsten. So. Okay, da... Ich sehe mir mal die Zugbrücke an. Genau, jetzt ist... Klingt gut. Okay. Da können wir hoch. Und hier ist die Zugbrücke. Nathan, sieh mal hier. Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Ein Fass vielleicht? Ja klar, am besten noch eins, was extrem explosiv ist. Wo haben wir denn hier was, wo wir drauf stehen können? Das sieht mir jetzt auch nicht so aus, als hätten wir da was. Da geht's rein. Okay. Hier scheint aber nicht wirklich was zu sein. Also doch eher oben schauen, ne? Nehme ich mal an. Was war denn hier? Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Das ist eine gute Sache. Eine Kiste ganz oben im Turm. Ja. Dann mal auf Richtung Turm. So, da lang. Wenn wir von außen hochkommen, nehme ich an, ne? Na, da nicht. Da auch nicht. Aha. Oh. Fräulein muss schon hier gewesen sein. Es findet, dem gehört. Komm, steck die Wumme mal ein. Die auch. Ne, da müssen wir hier hoch. Ja. Hey, sei vorsichtig, Junge. Klaro. Zack. Und jetzt hier hoch. Da geht's hoch. Und jetzt? Hier weiter? Ah ja, sehr geil. Ja, bloß kommen wir da jetzt nicht mehr weiter hoch, ne? Da hoch müssen wir. Ne, das geht ja nur auf der anderen Seite. Da geht's weiter.
Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Tja. Okay, bin oben. Pass auf! Bingo. Sam, Speziallieferung. Oh Mann. Boah. Au. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. So, jetzt packen wir das Teil mal hier. So, und dann lassen wir das Ding mal runter. Ach nee, wir müssen. Okay. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Mein Gott. Ah, ist klar. Jetzt kommen die Dödels. Echt? Auch komm. Kommt raus, kommt raus! Ich lasse euch. Komm raus da. Boah, shit. Oh, shit. Ah, das hat so gut angefangen, ey.